Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, der letzte Part war ein bisschen länger. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden Zuschauer. Das war richtig genial. Also unbedingt schauen. Ich habe sowas von Glück gehabt, aber auch einfach coole Sachen erlebt in diesem Labyrinth. Und wir haben einen der großen besiegt, also einer der optimalen Bosse, nicht Izaro. Ich kenne jetzt gerade den Namen nicht, aber es ist... wieso ist das so zäh? Boah. Es ist der Gargul gewesen. Es gibt ja noch einen Drachen oder so etwas ähnliches. Ein Wehrdrache oder so. Und der war richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, was das Grüne ist. Also die Dinge bekomme ich. Ich muss noch mal kurz schauen. Das muss doch irgendwas sein? Keine Ahnung. Ja, nichts droppt. Ey. Das Grüne? Was ist das Grüne? Kennt das jemand? Das habe ich erst jetzt, seit jetzt. Das ist wahrscheinlich so ein optisches Ding, dass ich jetzt Gladiator bin oder so. Ah, warte kurz. Wenn ich jetzt hier hingehe, ist der Labyrinth, ist der Gladiator nicht eine Grundklasse, wo er das so etwas macht? Nein. Ich weiß es nicht. Aber seht ihr das Grüne? Was ist das? Sieht wie Frostblade aus. Habe ich den bekommen? Ja, ich denke schon, also... Ja, wie weit gehst du weg? Jetzt habt ihr es gut gesehen, hä? Was ist das? Ein Vortex. Ich habe nicht ernst im Vortex. Ist zwar nicht Blade Vortex, aber... Das ist ja mega cool mit Quality. Ich kann es leider... Ich werde es wahrscheinlich nie mal... ja, benutzen, aber... Wer im Standard spielt, der darf von mir die Items haben, die ich im Let's Play finde. Weil ich spiele nie Standard. Wer gut natürlich auch zuschaut und so, hat Vorteile. Ich werde vieles ablehnen, aber einfach weil ich es nicht gleich im ersten unbedingt geben müsse, schaue ich, wenn ein paar mehr mögen, dann werde ich es natürlich eventuell lieber aufteilen. Auf die einfach ein bisschen beliebter sind, weil ich will ja irgendwie, dass die Leute für mich alle beliebt sind. Da möchte ich einfach solche Sachen machen. Es ist nicht unfair. Ich werde natürlich relativ oft auch den Leuten geben, die natürlich zuerst immer schreiben, ich möchte gern dieses Item und ich möchte dieses Item, gell? Also ihr dürft die Items haben und das so schnell eventuell wie möglich. Ach, ist das leicht geworden. Das ist ja so genial. Das hat mir niemand gesagt, dass Gladiator so eine overpowered Ding hat. Ich habe das nie gelesen. Das ist ja Wahnsinn. Wo haben wir die Ding? Ja, scheinbar hier irgendwo. Ah, das... Nein, das ist ein Diabolitist. Das ist nicht dieser Anführer. Ach, wie heißt er schon wieder? Das Dubius oder so, das heißt er. Scheinbar wird es nicht angezeigt. Jetzt muss ich noch ein Level up haben, weil die Games schon üppig sind. Was ist das? Das ist Damage, physischer Damage. Wird da irgendwie der Frenzy verbraucht für so einen? Nein, ich habe ja... Nein, ich habe relativ wenig Frenzy. Scheinbar schon, hä? Es ist zwar, glaube ich, nur 10%, aber ich glaube, das wird schon mehr... Also es wird mehr getroffen. Ich habe keinen. Dort unten ist er. Dann gehen wir dort unten hin. Hm, habe ich nicht gesehen. Zeige es nochmal. Ah, da vielleicht unten. Schaut, der macht viel Damage und auch Brandschaden.
Tempority of Fire. Wie viel bekomme ich eigentlich? Das ist ja Wahnsinn, wie viel ich bekomme von diesen Quality Games jetzt. Allerlit. Nehme ich natürlich. Mit. Da ist es. Hä? Da war ich ja vielleicht nur durchgegangen nebendran. Und deshalb nicht gesehen auf der Map. Ab gut, dann können wir mal die Schnetzeln. Na, wer will am meisten Schnetzel haben? Da ist der Ding für. Boah, Mann, die übertreiben immer so mit dem Damage. Das ist ja Wahnsinn, dass ich mit Endurance Charge noch One-Hits werde. Die übertreiben einfach. Er ist ja heftigst. Ich habe Tränke wie die Sau gesoffen. Das ist viel zu stark. Übertrieben. Boah. Ja, ich muss unbedingt live haben jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Tja. Nein, für Use von Mana möchte ich nicht. Aber schon stark. Doch, es ist gut. Ja, komm, Instant Revel. Ja, ist nicht so schlimm. 10% vom Life, das ist recht viel. Hä? Ich muss jetzt einfach mal testen bei Brutus zum Beispiel. Einfach mal ein bisschen testen, wie der Trank so ist. Wenn ich es nicht vergesse und den anderen Trank trinke. Ja, es ist Level 5, deshalb ist, sie so, ist der Boss so stark gewesen. Ist ja aber Wahnsinn. Der ein... Ah, da! Sauerbones heißt, okay. Ja, gib's mir nie etwas. Also das Spiel ist eigentlich eher zu viel MF abhängig. Also man droppt wirklich fast nichts, wenn man so wenig MF hat. Das ist mir schon ein bisschen zu langweilig. Ich soll einfach den Grund-MF ein bisschen höher machen. Beziehungsweise einfach von Null anfangen wieder, aber höher. Und danach sanfter, aber besser lohnenswerter für MF-Charakter. Und vor allem die MF-Charakter nicht so böse ja, One-Hit-Opfer werden und so weiter. Das sollten sie schon machen, dass die Defensive vor allem besser wird bei den... Vor allem die Items. Die Items sollen defensiver sein. Nicht offensive. Offensive muss nicht sein. Aber sie sollten viel defensiver sein. Aber eben, das wollen die Entwickler wahrscheinlich auch gar nicht, weil sie wollen ja uns plagen. Sie wollen uns extremst plagen. Aber was ist das genau? Wieso leuchtet das so? Das ist einfach rostiges Eis oder Kupfer. Und die haben da einfach einen Beleuchtungsbug oder so. Keine Ahnung. Also die sagt jetzt immer wieder etwas anderes. Die hat doch immer gesagt, IPT oder so. Oder hat sie ein Pretty gesagt. I recognize that pretty face. Aber vor allem hat die immer irgendwas gesagt und das wurde eventuell geändert. Also jeder Charakter hat irgendwas anderes. Finde ich toll, dass sie so etwas ändern. Also eben extremer Applaus, dass das Spiel immer noch richtig toll weiter ja, entwickelt wird. Und ach, Menno, ich liebe einfach Parfrexe. Ja, ich hatte ja auch ab und zu ein bisschen Nerven flattern. Wegen diesen blöden, ja, bösen Monster immer wieder. Ein Spearshit, ein Koger. Nehme ich mit. Eine Brotsplatte, nehme ich mit. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Erfahrung, ja? Ja, jetzt haben wir 9 Minuten. Oh, ich kann noch viel weitermachen. Ich habe so viel Zeit verschwendet im zweiten, in der zweiten Gefängnisebene. Und trotzdem bin ich erst 10 Minuten. Also das Spiel ist schon recht effizient.
Hallo. Sorry, ich brauchte Schokolade, weil ich sehr rau innen bin im Hals. Das ist das beste Heilmittel gegen Erkältung. Einfach Schokolade essen. So, ja, der ist zu schwach und MF brauche ich jetzt nicht unbedingt so viel. Der wäre echt cool, aber nein. Nicht zu viel aufheben. Ich hebe immer wieder zu viel auf. Zu viel Probleme mit dem Inventar, mit der Kiste. Nee, danke. Oh, das war der, hä? Purity of Fire ist... hat schon Fire Resistance. Aha. Toolstone Ring schon wieder. Ja. Ich brauche ein Level, bitte. Ich brauche doch einen Level. Hier rush Asch ich noch vorbei. Mal kurz schauen. Ja, das ist nicht so gut. So, haben wir hier den Eingang? Nein, hier drüben ist er nie mehr. Früher war er immer hier durch. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr hier durchbekommen. Ich will immer links gehen. Schaut euch das mal an. Der hat Multi... Ah, das ist der Blade... Ah, jetzt weiß ich's. Das ist der Blade, die Verzauberung auf der Gloss. Das ist ja mega cool. Das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte immer an Gladiator. Das ist der Blade. Darum ist es so gut. Heftigst. Ein Fenscherhelm. Eine Tiger Power. Das Zepter nehme ich noch mit. Ja toll, hier unten ist ja nichts. Muss ich hier oben durch? Ich glaube schon. Sag mir ja niemanden. Niemand sagt mir das, dass das oben... Ja, geht ja nicht durch. Ja, jetzt muss ich noch ganz nach oben. Pushen, pushen. Ich spurte wieder zu schnell. Ich bin einfach einer, der richtig schnell manchmal durchrascht. In jedem Spiel. Aber am meisten hier im Path of Exile, genau, weil es so extrem lange dauert. Und in Diablo 3 zum Beispiel, das Diablo 3 Let's Play ist richtig fantastisch. Das schauen recht viele, Dankeschön dafür. Boah, explodiere doch nicht auch noch. Ich hätte schon um mein Leben gerechnet. Ja, ich werde noch oft sterben, aber... Ich bin M. Glass Cannon. Tut mir leid, dass ich so oft sterbe. Ich will es ja eigentlich auch nicht machen, aber das Spiel ist doch das Böse. Das tut mich töten, nicht ich tue mich töten. So richtig unschuldig. Wie viel wollen noch kommen? Ja, Zyklon ist ein Level Up. Das heißt mehr Damage. So. Ja, geh du wieder weg. Immer das ständige Aufploppen. Dieses Life oder dieses Life? Ich gehe unten durch. Was? Ich habe nur einen Punkt, stimmt. Ich nehme das untere Life. Sieht ein bisschen besser aus als von oben runter. Also der Bogen von oben runter und wieder hoch sieht besser aus als von Mitte nach oben und wieder runter. Gut. So ein Haken. Ich möchte doch einen Haken haben. Es hat doch einen Haken. Dieser Haken hat einen Haken. Ein blöder Haken, der blöde hakt. Der hackt doch nur, der hackt doch nur. Der blöde Haken, der Spaß, der Narr, der blöde Haken. Gut, ich hab's gesagt, dieses Gedicht, aber ich habe es einfach erfunden. Nein. Der Haken, der ist wahrscheinlich kein Gedicht. Könnte sein, dass es ein Gedicht gibt, aber ich habe es noch nie gehört. Eventuell. Ja, dann machen wir auf Frenzy eventuell. Nein, auf Endrange Charges machen wir. Hä? Ist doch viel wichtiger noch ein bisschen defensiv. Hey, wie viel kommen jetzt von diesen? Ich will die nicht.
Rock Barrier. Nein, Breaker. Nehmen wir mit. Ich habe irgendwie momentan extrem viel Glück. In Diablo 3 finde ich extrem schnell das ganze komplette Set, das ich unbedingt möchte. Dann muss ich nur noch die Nebengegenstände finden und dann habe ich schon meinen Traumcharakter. Und ich finde zum Beispiel extrem gute Sachen. Ich finde das Goblin-Level extrem schnell. Alles Mögliche. Das ist einfach gewaltig, was bei mir abgeht, so mit Glück. Also momentan ist mein Glück auf meiner Seite. Also es ist ja heftigst. Ich könnte schon mal Blackjack spielen oder so. Oder einfach, Ding. Sag schon. Wie heißt das große Spiel? Wie heißt das jetzt? Poker. Genau, Poker. So. Ich habe noch nie in meinem Leben gepokert. Ich sollte das unbedingt mal machen. Aber dafür brauche ich einfach Hilfe von ein paar Leuten. Aber ich will es eigentlich auch nicht spielen. Ja, jetzt gehst du da rein, hä? Boah, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder den Trank nicht zeitgemäß getrunken. Ich will einfach bei denen eigentlich immer Zeit gehen. Aber die sterben immer schneller, als ich denke. Dann habe ich immer keine Lust. Also der hat jetzt viel ausgehalten, aber er ist trotzdem am Schluss extrem schnell noch gestorben, hä? Hm. Ja, ich habe zwei getrunken. Könnte schon sein, dass es rechtzeitig war oder zu spät, aber... Ja. Das Elementar ist wert. Oh, ich hätte gegen die Zahl ja noch den Ding ansetzen können. Oh, ich blöde. Weil Doppelstrike, das ist schon effizient. Ja, nicht mehr so effizient, aber trotzdem mega effizient. Hm, also am Anfang tötet er alles. Später auch noch. Seht ihr, wie viel Schaden der macht? Ich mache überhaupt keinen Schaden. Der hat alles den Gegner alleine getötet. So heftigst. Dann tue ich Push. Genau, ich tue ihn in einem 4-Slot, wenn ich das schaffe. In einem 4-Slot, dann tue ich ihn mega pushen. Das wird was. Ah, der schießt gar nicht so weit. Ja, machen wir das noch und dann... Schauen wir, wie weit wir noch können in Marvel's Dungeon. Hm. Aber eben, ihr habt genug Marvel gesehen, also. Ich denke, ich muss nicht immer Marvel zeigen, weil ich einfach gerne Marvel mache, aber... Ihr sagt mir, wenn etwas langweilig ist, gell? Sagt es mir bitte, ich kann da alles anpassen. Also... Mir macht es überhaupt nicht, also eben... Mir ist es überhaupt nie langweilig, deshalb verstehe ich das auch nicht, wenn manchmal etwas langweilig ist. Es wird halt ab und zu doch auch einmal gedisliked. Obwohl ich ja eben den Leuten ja alles nett mache. Und ja, das Optimalste wäre einfach, wenn die Leute mir sagen, bevor sie disliken, und dann, wenn sie wirklich nicht zufrieden sind, wenn ich geschrieben habe, dürfen sie mich gern disliken, wenn sie es wollen. Aber eben mich ja ständig disliken, weil ich irgendwas wieder falsch mache oder sonst irgendwas nicht gut. Genau wegen den Black Screens am Anfang manchmal. Ich habe einen Test-Livestream wieder gemacht und da habe ich manchmal am Anfang wieder Black Screen gehabt, weil ich vergessen habe umzustellen und so. Aber eben, das passiert mir hoffentlich nicht mehr so schnell. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass die Leute natürlich mich disliken müssen wegen deshalb. Schon Black Screen am Anfang. Bitte das Video schauen und dann sehen. Das Video ist dann ganz ohne Black Screen. Nur der Anfang manchmal. Tja. Und genau das sind die Leute auf YouTube, die sind einfach zu eigensüchtig und wollen natürlich noch andere Videos schauen. Leute, schaut doch nicht einfach immer wieder so hastig rein, also
Genießt eure Videos. Genießt sie. Sonst kommt halt zu mir. Ich habe genug anständige Videos, die spannend sind. Nein, ich will einfach damit sagen, dass ich... Eben, dass die Videos so schwach geschaut werden bei anderen Leuten. Bei mir war das auch lange Zeit so, dass ich wirklich einen Durchschnitt gehabt habe pro Tag von 0,1 Minuten. Und das war extremst. Also niemand wollte mich schauen. Niemand. Also ich hatte lange keine Fans. Ich hatte, als ich bei YouTube anfing, viel mehr Fans als jetzt vor 3 Monaten. Das war extremst. Niemand hat da ja, Erbarmen gehabt, dass ich halt wieder anfange. Scheiße. Oh, da ist noch einer. So. Ich muss jetzt einfach mal schauen. Ich möchte gerne der Imagerhem. Ja, dann nehme ich ihn nur mit. Nehme ich den raus und den wieder rein. Den da. Also ich muss jetzt mal wieder auslagern. Oha, nochmal. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss abbrechen. Ich will eigentlich nur Cell. Und dieses automatische... ja. Geben der Items. Ist ja schon gut, aber es nervt halt, wenn man das immer da voll hat. Und das habe ich oft. Also eben, gleich nach dem Ding möchte ich eigentlich die Items noch nicht haben. Und nicht so viel. Jede Quest gibt irgendwelche Items. Das ist viel zu viel. Spell Damage. Den behalte ich irgendwie. Ja, ja. Der hat ein gutes Rundum-Paket. Den behalte ich. So. Dann hier noch den reinlegen. So, den Trank. Jetzt muss ich schauen. Hat noch nicht neue Schwerter. Das sind alles die alten. Fries. Brauche ich Fries? Ja, ja. Das hier, hä? Okay, und hier ist Poison. Ja, das ist schwach. Rotgut. Ja, würde etwas sein, aber ich möchte gern zweimal einsetzen. Den Trank kann ich nur einmal einsetzen. Ach komm. So. Den Trank möchte ich nicht einsetzen. Oder eventuell das MF-Flask wegmachen. Was soll ich nehmen? Ich denke schon. Ja, jetzt ist es noch nicht wichtig. Wenn ich dann mehr Damage brauche, dann wechsle ich es aus. Auf jeden Fall ist halt MF so nicht gut. Man hat zu wenig MF auf einen Charakter, der recht tanky sein muss. Und deshalb, ja. So, aber der Hammer. Ich mag ihn irgendwie wegen Stun. Das ist ein Stun-Hammer, der ist ja mega stunnig. Ah, der da! Frenzy Charges. Ich muss den umändern. Genau der wollte ich ja immer nehmen. Stimmt. Ja. Yep. Also. Der vorherige Part war ein bisschen länger. Den mache ich jetzt nur so lange ich einfach dann die Quest fertig habe. Ne? Ah, da runter muss ich. Und ja. Weil sonst bringt's. Ja, okay, ich muss ja sowieso noch rennen wie wild. Aber schaut euch diesen Movement Speed an. Ist schon heftig. Okay, das wäre sogar eine Abkürzung gewesen. So ein Mist. Ja, ich habe 1000 Life und das erste in Cruel Mitte. Okay, Anfang. Aber es ist schon ein bisschen zu wenig für einen Nahkampfcharakter.
So, ich habe ein bisschen Hilfe gebraucht. Gewollt einfach. Ja, der Rest zeige ich, also ja, ein bisschen weiter zeige, mache ich dann alleine. Noch ein bisschen. Und ich lade jetzt den ersten Part hoch, dass der relativ früh kommt. Und ich merke immer wieder, dass am Morgen recht viele schauen. Dankeschön dafür. Und natürlich am Abend auch. So. Jetzt habe ich mal Dicks Live, dann mache ich das noch. Ich mache das von... Ich mache das von rechts. Ich mache beide. Also alle drei. Hm. Okay. Ich werde jetzt einfach wieder ein bisschen überspringen und werde wieder etwas zeigen, dass ich noch nicht so viel gebracht habe. Ja, jetzt... Ich habe alles schon gezeigt, also... Ja, mal gucken, hä? Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Wasler. Tschüss.